Das ist die Werkstatt der GGs. Hey, wo bleibt die Pizza? Huch, du bist nicht der Pizzamann. Ach, du willst dich den GGs anschließen? Ich verrate dir mal was. Such nach Gam. Bei ihr bist du richtig. Geh einfach zu ihr hin und drück Schalter rechts. Kapiert? Yo, Digga. So, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von meinem neuen Kanal. So. Okay, mal gucken. Und ich habe mich für Jet Set Radio Future entschieden. Es ist das allererste Spiel, was auf der Xbox 1 jemals erschienen ist. Ich werde mich mal... ich werde mal gucken, wie ich mich damit jetzt so anstelle. Weil ich habe es lange nicht mehr gespielt. Das ist bestimmt schon ein paar Jahre her. Wo ist die Alte? Da ist die Alte. So. Hey, you! Du bist wohl das Mäuschen, das tun will. Weiß ja nicht, wo du herkommst. Aber das da draußen ist ein raues Pflaster. Aber mal gucken, was du drauf hast. Fangen wir ganz sachte an. Mal sehen, wie hoch du kommst. Zum Springen die A-Taste drücken. Das geht schon mal. Jetzt 3 Jumps. Boah, das ist das schwerste Tutorial, das ich jemals erlebt habe. Bitte bloß nichts ein, das kann jeder. Als nächstes. Der Grind. Das ist echt wichtig. Du musst auf Kanten und Hindernisse springen. Wenn du es richtig machst, rutschst du wie von selbst. Kanten grinden. Okay. Whee. So, da hast du deine Kante, du Olle. So. Nicht übel, nochmal. Mann, ey. Die Richtung, jetzt noch zu den Graffitis. Was du da rumwirbeln siehst, ist eine Sprühdose. Es ist eigentlich die Seele der Straße. Nicht jeder kann sie sehen. Fürs Erste musst du 10 solche Dinger sammeln. Wenn du sie berührst, gehören sie dir. Und kein Graffiti ohne Soul. Du weißt schon. Hol dir 10 Sprühdosen. Jawohl! So, mal gucken, wie es mit der... Ja, 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 ich weiß, jetzt komme ich wieder mit meiner Ausrede. Jetzt habe ich das Wort vergessen, scheiße. Mit der, Moment, ich rede gleich weiter. Jetzt Rundzeichen, bla bla bla, und sprüh das Zeug da drauf, und ja, ja, du weißt schon, ne? Jetzt komme ich wieder mit meiner Ausrede. Controller-Verzögerung. Ach, da ist es ja. Aber Leute, das ist keine Ausrede, das ist Realität. Na, jetzt, ich zeig dir einen Boost-Dash. Ach, das Ding. Ey. Moment. Hol dir 10 Sprühdosen. Jo, werde ich machen, mein Freund. Erstmal schön gegen die Brücke da gedonnern. Na, jetzt habe ich, du Olle. Und Boost Dash. Zack. So. So eine Art Nitro, wie bei Need for Speed. So. Ist genug. Nicht übel, aber auf der Straße nütze das nicht viel. Schnauze. Da geht's nämlich erst richtig los. Hey, wenn dir das hier zu lahm ist, geh doch und such Rawboy. Der Typ kann eine echte Qua sein. Genau genommen. Ist ja die Qua eine Person, ich glaube. Bei ihm ist so richtig. Er zeigt dir alle Spieleinstellungen und wie du ein Spiel speichern kannst. Ist ein cooler Typ. Der ist eine Nervensäge, der Typ. Oh ne, ich hasse den. Wie bitte? Was hat Gam gefaselt? Hä? Was soll's? Ich bin Warboy. Weißt du sicher schon? Jeder, der kein Loser ist, kennt mich. Schnauze. Ohne das richtige Training siehst du da draußen alt aus. Auf der Straße gibt's kein Erbarmen. Na denn. Hast du ja schon von Jet Set Radio gehört, oder? Ist ein Piratensender. Gemanagt vom allmächtigen DJ Professor K. Mann, ey, voll abgefahrene Tunes. Und wenn du laut genug aufdrehst, bekommst du gute Tipps gesteckt, die dir auf der Straße weiterhelfen. Dreh den Sender an, wenn du überleben willst. Warte, Ohren auf. Die Show geht gleich los. Yeah, this is DJ Professor K, baby. Der Meister ist durcheinander, ihr wisst schon. Mit einem neuen Programm auf der heißesten Piratensender aus Tokio. Jet Set Radio. Mit meiner sexy Stimme und meinen designhaften Sounds fahre ich euch direkt ins Hirn. Ja, das war zu schnell. Ich lese die Dinger da nicht durch.
Tokyo is being oppressed by the Rokkaku Group, a mega enterprise headed by Rokkaku Goji. Rokkaku is using his money and influence to mess with everything. Industry, society, and even our culture. And he's even got his eyes set on City Hall. Lately, Rokkaku's been shaking down the government, passing that Rokkaku law crap, even buying off the police department. This law ain't nothing but garbage. It's just some selfish little punk's way of trying to show he's a big man. Kaku and his gang are trying to stomp out our culture. Oh, Moment, das ist gleich wieder weg, keine Sorge. Der Grabber macht manchmal solche Probleme. Und entschuldigt jetzt, wenn ich in diese Zwischensequenzen reinfasel, aber sonst habe ich wieder Urhebergründe. Urheberrechte verstoßen. Naja, ihr wisst schon. Seid alter Kanal. Unsere drei Haupthelden. There's Yo-Yo, a guy who blow your mind with silver tongue. And Gunk, a real cool lady who leads a trail of broken hearts wherever she goes. And let's not forget their leader, a self-styled genius that goes by the name of Core. Three in your garden variety street punk. Know what I'm saying? Lately, Tokyo's been on one bad trip. The attack on the record store in Chuo Street. Ihr dürft euch nicht wundern, es sind jede Menge Dialoge hier enthalten. Aber das macht ja nichts. And who should be following them around but the Rokkaku Group's watchdog, the Rokkaku Police. With the Rokkaku Expo just around the corner, boah, was für Hubo und der Nautilus. Boah, awesome. Oh, ich werd neidisch. My heart ain't sounded like this since my birthday. I was so nervous, know what I'm saying? I forgot to wear my underwear, baby. Ja, genau, baby. Is it time to be sitting around sipping afternoon tea? Game's gonna start soon. And y'all gonna be the one making the play. Dieses Knistern hier in der Loading-Szene ist nicht so schlimm, also ist er nur in der Ladeszene. So, Controller-Verzögerung gibt's eigentlich keine, nur bei dem Mini-Stick ist eine, aber mal gucken, wie ich's sicher macht. Nein, es ist keine Ausrede. Und, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Sollen wir mit dem Typen hier reden? Was guckst du so? Ich hasse den Typen. Speichert Don Galami ab. Spieldaten speichern. So, Spiel, wo war. Ich bin überall durch. Ja, mach ich Spiel 3, ey. Leck mir doch den Hintern. Ja. Ah! Mano. So, was haben wir hier noch? Sucht den Flügel. Nein, ist noch nicht alles so wichtig. So. Dann gehen wir mal nach Shibuya Terminal. Nee, ich meine Downtown. Moment, wo ist Downtown nochmal? Da hinten, glaube ich. Da stocken wir gleich aufhören. Wenn es eins gibt. Das wird gleich auf. Ach, Dokken Sekai Walat. Wie komme ich auf Downtown? Mann, bin ich doof. Mann, egal. Yo, alright. Yo, alright. Lass die Party steigen. Ich bin das Problem, also lass mal was sehen. Oh, weiter dann hat die Göttin der Straße geklaut, die Statue von Dorkensäcke. Die es gemacht haben, verbreiten auch deine hässlichen diese hässlichen Gerüchte. Säcke, Dorkensäcke, manchmal für deine Gerüchte verbreiten siehst. Ja. Ja, ich muss sagen, die Musik hier in dem Spiel ist auch wirklich cool. Es gibt so einige Soundtracks, die es wirklich in sich haben. Ja, überfahrt mich nicht, Freunde. Ich bin doch nur einer mit einer Controllerverzögerung. Dass mir manchmal noch die Eier abschrauben wird, habe ich so das Gefühl. Komm, wir sliden erstmal hier weiter runter. Ah, da ist so eine Sau, glaube ich. Ja, so eine Sau. Ah, nein. Whee! Zurück, mein Freund. Ja, der Typ hier, den wir gerade steuern, heißt Yo-Yo. Got the beat, so get number. Ja, ich kann nicht Englisch und so. Weiße Bescheid, ne? Also Vanillekuchen und so. Ich hatte eigentlich vor, meinen Kanal erstmal Vanillekuchen-LP, ne, Vanillepudding-LP zu nennen. Aber das habe ich gelassen, weil mir der Name doch nicht gefallen hat zum Schluss. Ja. Was können wir alles? Wir können sliden, wir können springen, wir können Teletubbies singen.
Teletubbies, Tinky Winky. Nein, können wir nicht. Yeah, wee! So, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Schluss für den ersten Part. Moment, bevor ich Schluss mache, ist da oben noch ein, müsste da oben noch ein Speicher sein. Auf X können wir normale Tricks machen und auf Y machen wir immer eine 180-Grad-Drehung mit Tricks. Moment, wo ist jetzt dieser... Ach, da hinten. Genau, da hinten ist der Speicher. Geht weg! So. Hey, ein kleines Update. Ein Graffiti-Punkt, den du da siehst, ist nicht von der üblichen Sorte. Es ist ein sogenannter Graffiti-Store. Hier gibt es speziell Graffitis. Du kannst die Spielfigur wechseln oder Spieldaten abspeichern. Cool, oder? Sobald du dich näherst. Es scheint eine Startblase, drücke Start auf den Controller und ins Menü zu gelangen. Hahaha, ja, es ist echt witzig, du Flachbirne. So, dann machen wir mal. Nein, nicht. So. Schön speichern, okay. Das war's dann erstmal für den ersten Part von Let's Play Jet Set Radio Future. Ich sage euch auf Wiedersehen und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß mit meinen neuen Videos haben. Und ich bin Micha und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.